was war dein Schlüsselerlebnis? Also ich muss auch dazu sagen, es war schon eine sehr extreme Story. Grandios. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Immolution Podcast von dem Makler für den Makler. Diesmal einen weiteren Gast, und zwar die Jessica Eberhardt. Ich würde sagen, ich spare mir das große Rumgerede. Stell dich einfach mal selber ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du und woher kommst du vor allem? Sehr, sehr gerne. Hallo, ich freue mich, da zu sein. Mein Name ist Jessica Eberhardt. Ich habe die Firma Jessica Eberhardt Immobilien gegründet im Raum Karlsruhe. Ja, zwischen dem schönen Heidelberg und Karlsruhe sind wir sässig und ansässig. Und ja, heute bin ich hier. Sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute mal ein bisschen die Zeit haben, genauer über dich zu reden. Weil jetzt ist es ja so, dass du wie lange schon genau dabei bist als Immobilienmaklerin? Also insgesamt jetzt 9 Jahre, seit 5 Jahren selbstständig und immer noch on fire. Okay, das heißt, du warst vorher angestellte Maklerin. Genau, ich habe die Ausbildung gemacht, ja, war dann angestellte Maklerin und habe dann den großen Schritt gewagt, mich selbstständig zu machen. Jetzt ist es ja so, dass man als Selbstständige die Verantwortung für sich selber übernehmen muss. Deshalb hast du natürlich auch mit Sicherheit die ein oder andere Herausforderung gehabt oder hast sie auch immer noch. Ja, das immer ist wieder. Immer wieder. Ja. Welche sind das denn bei dir konkret gewesen, wo du immer wieder vor die gleiche Tür gerannt bist? Ja, zum einen ist es natürlich so, dass man sich erstmal was aufbauen muss. Ja, die Leute kennen einen nicht. Man fängt immer wieder von null an, muss akquirieren. Und zum anderen ist es ja nicht so, dass ich die einzige Maklerin bin. Ja, es gibt ja einige. Das war so eine Thematik, aber man muss sagen, man muss sich durchbeißen. Es ist ein Haifischbecken, ja. Man muss lernen zu schwimmen. Ja, okay. Aber wie siehst du denn bis heute die Thematik bezogen auf die Konkurrenz da draußen? Ja, also man wird ruhiger mit der Zeit, weil man weiß, wenn man gut ist, wenn man es richtig macht, dann wird es laufen. Du hast gerade ja so im Unterton so ein Thema angesprochen, also die ersten Schritte auch zu gehen als Selbstständige. Was waren denn deiner Meinung nach die ersten Schritte, wenn du mal zurückdenkst, die du wirklich gegangen bist, um eben ein Netzwerk aufzubauen, um an die ersten 1, 2, 3, 4 Aufträge ranzukommen? Weil ich denke, das ist auch eine sehr interessante Frage für viele da draußen, die sich jetzt selbstständig machen wollen, darüber nachdenken oder schon selbstständig sind. Was waren bei dir die ersten Schritte? Die ersten Schritte, man muss sich erstmal klar werden, was für eine Art Makler will man sein. Ja? Will man es machen wie jeder Hinz und Kunz? Oder sagt man, ich möchte was Besonderes machen? Ja, bei mir mein Slogan mit Stil zum Ziel, den lebe ich auch. Ja? Okay. Und deswegen ist es so, dass ich natürlich mir erstmal überlegt habe, wie soll mein Logo aussehen? Wie will ich präsent sein? Habe ein paar Flyer gemacht, habe eine Broschüre gemacht mit einem Grafiker. Ja? Man braucht da auch Unterstützung. Und dann war die erste Flyer-Aktion. Man muss ja erstmal Kontakte akquirieren. Ja? Im Bekanntenkreis fragt man natürlich auch nach. Und die ersten Kontakte waren tatsächlich durch diese Flyer und durch ganz altmodisches Klinkenputzen. Wie lange hat es denn bei dir gedauert, bis du den ersten Erfolg hattest in Form eines Auftrags? Ja, ich glaube, es waren so 4, 5 Wochen, bis tatsächlich der erste Auftrag kam. Okay, also 4, 5 Wochen hat das bei dir gedauert, bis du quasi den ersten Auftrag generiert hast. Jetzt erstmal für den ersten Eindruck. Ich denke, da gibt es einige da draußen, die das vielleicht nicht in der Geschwindigkeit geschafft haben. Man muss natürlich sagen, es war ein kleiner Auftrag, es war ein Vermietungsauftrag, ja, aber es war natürlich der erste ganz tolle Wow-Effekt. Okay, und der erste Verkaufsauftrag, also nicht Vermietung, sondern dass du vermarkten sollst? Das war dann, ich habe mich im November selbstständig gemacht, im Februar. Ja, also 12 Wochen. Okay, okay. Woraus kam letztendlich dieser Auftrag zustande? Aus privaten Kontakten, aus Netzwerk oder auch wirklich schon aus den Maßnahmen durch Flyer-Aktionen, die du in die Wege geleitet hast? Den Verkauf meinst du? Ja. Ja, das war tatsächlich über Kontakte im privaten Bereich. Ja. Was würdest du denn als Nummer 1 Herausforderung bis heute sehen? Weil du bist jetzt 5 Jahre selbstständig und natürlich, wir alle kennen irgendwo das klassische Auf und Ab, diese Berg- und Talfahrt des Immobilienmaklers. Richtig. Aber was konkret würdest du als Top Nummer 1 Herausforderung in deinem Geschäft sehen? Dranbleiben, ja. Dranbleiben und immer wieder Objekte bekommen, ja. Denn wenn ich nichts im Einkauf erreiche, kann ich nichts verkaufen, dann bin ich quasi arbeitslos, ja. Und das ist tatsächlich das große Thema. Immer weiterzumachen, sich immer wieder zu motivieren. Und das hast du in der Vergangenheit
nicht richtig hinbekommen oder wie muss ich das verstehen? Mal besser, mal schlechter. Mal besser, also genau. Hat da ein bisschen die Konstanz gefehlt. Die Konstanz hat gefehlt. In der Geschichte, okay. Ich denke, das ist auch ein Thema, also ich höre das auch in meinen Gesprächen immer wieder, dass wirklich, wir haben ja auch das Gespräch geführt, letzte Woche erst, dass man mal eine Flyer-Aktion macht und dann merkt man sehr, sehr schnell, okay, es kommt kein Feedback und man lässt es sein. Genau. Man ist dann direkt enttäuscht und sagt, ach komm, das hat es jetzt doch nicht gebracht, der ganze Aufwand, anstatt dass man denkt, vielleicht mit einem weiteren Flyer hätte es was werden können. Ich starte das Ganze nochmal. Es ist immer einfacher, einen Schritt zurückzugehen, als einen nach vorne zu machen. Das stimmt auf jeden Fall. Also ich sage mal so, es gibt ja auch immer verschiedene, wie soll man es am besten sagen, verschiedene Return on Invest, die man zurückkriegen kann. Ja. Man muss sich ja vielleicht auch mal die Frage stellen, ist denn bei einem Flyer oder muss der Flyer denn immer dafür sorgen, dass ich einen weiteren Auftrag gewinne? Oder kann der Flyer vielleicht auch den Zweck erfüllen, dass die Person einfach noch einmal mehr meinen Namen gehört oder gesehen hat? Das ist richtig. Ja, weil all das zahlt ja irgendwo auch auf deine Marke ein. Und ich glaube, der Dirk in einer früheren Folge hat in diesem Podcast-Format mal gesagt, wenn du einen Tropfen Wasser in das leere Glas Wasser machst, dann passiert nichts. Aber wenn du jeden Tag einen Tropfen in das Glas Wasser machst, ist das Glas irgendwann voll. Das ist richtig, ja. Also ja. Das kannst du auch zu 100% bestätigen, oder? Ist so, ja. Okay. Was würdest du denn sagen, was war dein Schlüsselerlebnis in deiner gesamten Karriere als Immobilienmaklerin, wo du gesagt hast, das hat mir am meisten geholfen, das hat mich am meisten weitergebracht? Also zum einen ist es immer, wenn die Kunden zufrieden sind. Ja? Mhm. Und wenn man dann an den Punkt kommt und ich persönlich hatte ein Erlebnis, es war einer meiner ersten Verkäufer als Selbstständige, hatte ein Haus akquiriert, hatte das verkauft, war gar nicht mal so einfach. Und die Eigentümer, die Verkäufer waren so zufrieden und so dankbar, dass sie als Geschenk mit einer Kaffeemaschine, mit einem Kaffeevollautomaten zum Notar kamen. Okay. Ja, der steht bis heute bei uns in der Küche und ist mein ganzer Stolz, weil das einfach zeigt, zusätzlich zur Provision, eine solche Dankbarkeit, dann ist das eine tolle Ebene. Also auch das Ganze aus der richtigen Motivation zu machen und nicht nur des Geldes wegen. Genau, ja, weil man ist ja für die Menschen da. Es geht um Zuhause, um viel Emotion, um Geschichte auf der einen Seite und natürlich um Neubeginn auf der anderen Seite für die Käufer. Ja? Und das so ein bisschen zu vereinen und da mittendrin zu sein, ist doch eine tolle Sache. Definitiv, hundertprozentig. Okay, das ist auf jeden Fall schön zu hören. Jetzt ist es aber natürlich trotzdem so, dass auch man selber, ich denke, das kennen wir auch irgendwo alle, wo immer wieder gegen dieselbe Herausforderung haben. Und jetzt kam ja auch bei dir der Moment, wo du den Moment hattest und gesagt hast, so, jetzt will ich mir Hilfe bei der ganzen Geschichte holen. Genau. Wann war dieser Moment, wo du festgestellt hast, so, jetzt macht es wirklich Sinn, sich dabei auch Hilfe zu holen? Ja, ich glaube, an alle Einzelkämpfer da draußen ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, man ist am Ende des Tages nicht alleine, wenn man es zulässt, dass andere mit ins Boot kommen dürfen. Ja? Mhm. Und als Einzelkämpfer, Einzelunternehmer, ist man oft in seinem Trott und ich bin an den Punkt gekommen, ja, vor kurzem, man spielt immer mal wieder den Gedanken durch, aber vor kurzem bin ich an den Punkt gekommen, habe gesagt, also jetzt muss was passieren, ich wünsche mir da jemanden an meiner Seite, der mich coacht, um einfach voranzukommen, ja, um noch mehr Potenzial zu nutzen. Okay, also ich muss auch dazu sagen, für die Leute da draußen, das war schon eine sehr extreme Story, die jetzt dahinter steckt bei der ganzen Sache, von der Geschwindigkeit einfach absolut. Dessen. Ja, also ich glaube, wir haben letzte Woche Montag. Richtig. Wir haben jetzt heute Freitag, wo wir diese Folge aufnehmen. Wir hatten Montag, genau letzte Woche, das erste Gespräch gehabt, wir beide. Du warst auch direkt voll dabei. Wir haben direkt eine Entscheidung getroffen, dass wir das Ganze gemeinsam durchziehen. Und am Donnerstag hatten wir das Onboarding, glaube ich. Richtig. Das heißt, wo sie dann erstmals Zugang zu dem Ganzen hatte und wir gestartet haben. Was ist an diesem Donnerstag genau passiert? Also an diesem Donnerstag wurden natürlich mal allgemeine Fragen geklärt zur technischen Seite. Und dann hatten wir, du hast richtig Gas gegeben, dass wir es noch zum ersten Live-Call schaffen. Genau. Ja, also ich hatte da noch eine Frage, die du dann direkt an den Heinz verwiesen hast. Frag ihn direkt im Live-Call und dann schauen wir.
Das habe ich gemacht. Ich war mit einer Kundin ganz, ganz lange am Struggeln, weil ich nicht weiterkam. Ich konnte diesen einen Auftrag einfach nicht schreiben. Ja, diese Unterschrift hat gefehlt. Ich habe die Frage gestellt in diesem Live-Call quasi 10 Minuten nach dem Onboarding und hat gar nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt schon im Live-Call teilnehmen kann. Habe die Frage gestellt und es hat Klick gemacht. Ja. Und dann bist du zu dem Auftrag erneut hingefahren. Genau. Das war wann? Donnerstag war der Live-Call? Und Freitag. Freitag, also genau einen Tag später. Genau, einen Tag später, ja, nahezu auf die Stunde genau. Okay. 24 Stunden später. Und letzten Endes habe ich genau das gemacht, was der Heinz mir geraten hat. Ich habe es 1:1 umgesetzt und habe den Auftrag tatsächlich eingetütet. Ja, und sehr schön. Ich war on fire und bin auf Wolken gelaufen. Das freut mich sehr zu hören. Das ist auch übrigens genau das, warum wir das Ganze machen. Und jetzt passiert ja was sehr Schönes. Ich weiß natürlich jetzt schon ein bisschen mehr als die Leute da draußen, ja. Weil jetzt kommt das Gesetz der Anziehung ins Spiel. Weil, was du ja uns auch eben berichtet hast in den Vorgesprächen jetzt, war, dass du gesagt hattest, dann war ich so motiviert und bin erstmal auf mein Netzwerk draufgegangen. Richtig. Hab das Netzwerk angezapft, weil ich eben diese Motivation direkt mitgenommen hast. Und was ist dann passiert? Dann kam das Wochenende, ja, und dann kam der Montag und ich habe den zweiten Auftrag geschrieben, ja, mit ähnlichen Tipps, ja, genau das, was er mir ans Herz gelegt hat, habe ich beachtet und habe den zweiten Auftrag in 4 Tagen geschrieben. Wow, also 4 Tage Coaching und 2 Aufträge, man muss natürlich dazu sagen, der Erfolg, den kannst du dir zu 100% zuschreiben. Ja, wir haben dich nur dabei unterstützt, wir haben dir quasi die Hand gereicht, dass du dir das abholst, was du sowieso verdient gehabt hast, weil du hast ja auch hart dafür gearbeitet im Vorfeld mit dieser einen Dame. Und man muss dazu sagen, wir sprechen hier auch nicht über geringe Verkaufspreise bei diesen Immobilien. Ich glaube einmal über knapp 500.000, einmal über sogar 800.000. Ganz genau. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine Ansage und wir sind froh darauf, dich oder stolz darauf, dich weiter begleiten zu dürfen über die nächste Zeit. Und dass das eben nicht die Ausnahme bleibt, sondern zur Regel wird. Genau. Das ist das Ziel, was wir verfolgen. Absolut, ja. Das war ein grandioser Start, besser als erwartet. Und zeigt einem doch direkt die ersten Tage, dass es die richtige Entscheidung war, da gemeinsam dran zu gehen. Sehr schön. Ich denke, das sind super abschließende Worte. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, Jessica. Mir auch. Und vielen Dank. Nochmals, wir freuen uns auf die Zukunft. An alle da draußen, wenn ihr auch dieselbe Erkenntnis habt, dass es vielleicht sinnvoll wäre für euch zu sagen, ich hole mir doch jetzt einfach mal jemanden, der mich unterstützt, der mir die Hand reicht und mich zu meinem Erfolg führt, dann findet ihr alle relevanten Informationen in der Infobox. Schaut euch das gerne an, tretet mit uns in Kontakt, vereinbart einen Termin mit uns und dann können wir gerne denselben Weg antreten.